Größte Highlight für mich, dass ich Davis Cup spielen durfte am Ende des Jahres. Es war für mich schon so eine Art Belohnung für die Saison, die ich gespielt habe. Ja, es gab viele Highlights dieses Jahr, zum Glück. Da natürlich kommt da sofort München rein, das als erstes ATP-Turnier für mich aus der Quali ins Viertelfinale. Dann habe ich in Stuttgart mich qualifiziert, so nah in meiner Heimatstadt. Dann habe ich im Startfinale gespielt beim ATP, was auch Wahnsinn war. Und dann natürlich noch die Nominierung für das Davis Cup Team gegen Portugal. Das waren, glaube ich, so meine Highlights. Mein Highlight oder mein Höhepunkt war dann der Challenger-Sieg in Korea, was mich wirklich sehr gefreut hat, weil ich habe viel Energie da reingesteckt. Und der letzte Challenger-Sieg bei mir war 6 Jahre her. Deswegen war das schon dieses Jahr mein Highlight. Ja, das ist sehr schwer zu definieren für mich. Also gesund bleiben, das ist das Wichtigste für mich. Und auf jeden Fall gesund bleiben, was natürlich am wichtigsten ist. Ja. Verletzungsfrei zu bleiben, da ist hier jetzt der Tannenhof ein guter Start in die Vorbereitung. Ansonsten am Ende des Jahres 2018 in den Top 50 zu stehen, wäre sehr gut. Das ist nicht einfach, aber ein Minimumziel ist auf jeden Fall wieder in den Top 100 zu stehen. Ranglistenziel ist ganz klar Top 100. Ich habe wenig zu verteidigen, dadurch, dass ich wenig schlecht gespielt habe letztes Jahr am Anfang. Naja, also wenn man so knapp da vor den Top 100 steht, dann hofft man da natürlich auch schnell reinzukommen. Ich habe jetzt am Anfang des Jahres mit Sicherheit ein bisschen Puffer, dass ich da gut Punkte holen kann und das erreichen kann. Aber jede Einheit ist nicht lustig und schön, aber mir macht es echt Spaß. Wir haben eine super Gruppe, wir ziehen uns gegenseitig mit. Wir sind 6 super Spieler hier und jeder will das Beste aus sich rausholen. Die Trainer machen eine super Arbeit. Deswegen, ich freue mich eigentlich auf jede Einheit, obwohl es hart ist. Ja, also die ersten 2 Tage waren schon knackig gewesen. Es war natürlich zu erwarten, dass es kein Zuckerschlecken wird. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ja. Also natürlich ist es jetzt nicht, jeder ist da so ein bisschen anders. Aber ich meine, wir stehen morgens auf und müssen bei der Kälte ein bisschen rumlaufen. Aber das ist okay, das gehört dazu in unserem Sport. Und da versucht man sich so den Spaß in den einzelnen Einheiten zu holen. Ich meine, wir sind alle zusammen, wir sind im gleichen Boot. Und da pushen wir uns gegenseitig raus aus den, sag ich mal, anstrengenden Situationen. Aber ja, das ist ja eine gute Gelegenheit jetzt wieder, in diesen harten Trainingsrhythmus reinzufinden, wenn es dann zurück in der Base dann weitergeht. Und ja, das ist okay. Ich meine, man freut sich dann, wenn man dann fertig ist und dann sagt, hey, super, wir haben echt gut gearbeitet und haben bestimmt einen kleinen Schub dann für die neue Saison bekommen. Und das nehmen wir dann daraus aus dem quälenden Wochenende.